Jetzt kommen wir zum Kernstück: Training. Und ich beziehe mich damit aber auf eine Arbeit von Rummelhardt und Hinten aus dem Jahr 86. Was haben wir bisher gemacht? Wir haben uns überlegt, welche Funktion durch ein Netz ausgerechnet wird mit gegebenen Parameterwerten. Ja, also wir haben die Parameter eingestellt, wir haben diesen Ws Werte gegeben und dann haben wir uns überlegt, welche Funktion wird damit ausgerechnet. Jetzt drehen wir den Spieß um. Wir möchten, dass das Netz eine bestimmte Funktion realisiert. Wie müssen wir die Parameter einstellen? Also etwa, wenn wir die Funktion von einem Beispiel nehmen, von der vorherigen Folie, wenn wir sagen, wir möchten eine 1 ausgeben, wenn x1 und x2 0 ist, und wenn sie beide 1 sind und 0 sonst, dann würden wir sagen, das ist unsere Funktionstabelle. Und jetzt suchen wir Gewichte W0, W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, sodass das Netz dieses Verhalten zeigt. Ja, also finde die Parameter W0 bis W8, sodass die gegebene Funktion berechnet wird. Das ist die Aufgabe jetzt. Und die Sprechweise ist, das Netz lernt die Parameter. Aber es ist wirklich eine Optimierung im Sinne der numerischen Mathematik. Aber es hat sich eingebürgert zu sagen, das Netz lernt die Parameter. Jetzt, wie ist dem Netz diese Funktion gegeben? Die Funktion ist gegeben durch Beispiele. Ja, also etwa das Beispiel, an der Eingabe 00 soll 1 rauskommen. An der Eingabe 01 soll 0 rauskommen. An der Eingabe 10 soll 0 rauskommen. An der Eingabe 11 soll 1 rauskommen. Ja, also diese Beispiele würden wir im Training benutzen. Wie sieht jetzt das Training aus? Also jedes Trainingsbeispiel für ein Netz mit Eingaben und einem Ausgang besteht aus einem Eingabevektor und einer Ausgabe. Alle Werte liegen zwischen 0 und 1. Wir verallgemeinern jetzt. Wir erlauben nicht nur 0 und 1, sondern wir erlauben Werte zwischen 0 und 1. Und wir haben diese Menge aller Parameter, also alle kleinen Ws, die wir lernen wollen. Ja. Wenn wir jetzt diese Parameter auf einen bestimmten Wert, auf bestimmte Werte setzen, also wir haben einen Parametersatz groß W und wir füttern das Netz mit einer bestimmten Eingabe, dann kommt eine bestimmte Ausgabe raus und die nennen wir HW von X. Ja, also diese Ausgabe ist H unten W von X. Und wir haben diese Parameter W0, W1, W2 und so weiter. Also Sie können sich vorstellen, da haben Sie so eine für das W0 einen Knopf, wo Sie das einstellen können. Sie haben für das W1 einen Knopf, wo Sie das einstellen können. Sie haben für das W2 einen Knopf, wo Sie es einstellen können und so weiter. Und je nachdem, wie Sie die Parameter einstellen, kommt was anderes raus. Eingabe und Ausgabe ist jetzt praktisch fest. Ja? Wir haben Trainingsbeispiele, also wir haben so ein x oben 1 und die Ausgabe soll sein y oben 1. Wir haben ein zweites Trainingsbeispiel, x oben 2, die Ausgabe soll sein y oben 2 und so weiter. Ja, also wir haben ganz viele dieser Trainingsbeispiele, also machen wir mal groß n viele. Und was wir möchten ist, wir möchten die Ws finden, sodass die Hypothesen des Netzes, also diese Funktion H, die nennt man die Hypothese des Netzes, also die Ausgabe des Netzes, und die korrekten Ausgaben möglichst gut übereinstimmen. Ja, also was, jetzt müssen wir uns überlegen, was heißt gut übereinstimmen. Gut übereinstimmen, gibt es verschiedene Arten, das zu definieren, aber die einfachste Art ist, wir sagen einfach, wir haben die Eingabe x,
Da ist das hier die Ausgabe des Netzes. Also das H und ein W von X. Das Y ist die korrekte Ausgabe oder die gewünschte Ausgabe. Wir nehmen den Unterschied und ins Quadrat. Sie könnten auch den Unterschied nehmen und den Absolutbetrag. Aber wenn man den Unterschied ins Quadrat nimmt, rechnet sich's leichter. Ja? Also das wäre der Fehler am Trainingsbeispiel XY. Y minus Ausgabe des Netzes ins Quadrat. Und der Gesamtfehler ist dann, und den nenne ich groß E, E für Error, ist die Summe der Einzelfehler über alle Trainingsbeispiele. Also wenn Sie sich an die Notation von der Folie davor erinnern, dann wäre das, wir nehmen das ite Trainingsbeispiel, das ist gegeben durch die Eingabe xi. Wir ziehen davon ab die gewünschte Ausgabe, das wäre das yi. Wir quadrieren das und wir summieren über alle Trainingsbeispiele. Das wäre der Gesamtfehler in Formel. Ziel des Trainings ist die Bestimmung eines Parametersatzes, der den Gesamtfehler klein macht. Und da möchte ich Sie jetzt, wie minimiert man eine Funktion? Nun, in der Schule haben Sie das gemacht, indem Sie Ableitungen berechnet haben und dann Ableitungen auf 0 gesetzt haben. Wir haben es also hier aber mit Funktionen mit sehr, sehr vielen Parametern zu tun. Und dann nimmt man besser ein Iterationsverfahren. Was sind diese Iterationsverfahren? Sehen wir uns ein Beispiel an. Wir hätten so eine Funktion hier angegeben und dann würden Sie Folgendes tun. Sie würden irgendwo starten, so einem Wert x0. Sie würden sich fragen, in welche Richtung wird die Funktion kleiner, und Sie machen einen kleinen Schritt in die Richtung, wo die Funktion kleiner wird. Und dann wäre das Ihr nächster Iterationswert und Sie machen wieder einen kleinen Schritt in die Richtung, wo die Funktion kleiner wird. Gehen Sie hier hin und so weiter. Ja? Und um zu entscheiden, in welche Richtung Sie gehen müssten, müssen Sie formal die Ableitung ausrechnen. Das funktioniert auch in mehreren Dimensionen. Nehmen wir an, wir hätten eine Funktion von zwei Variablen, w0 und w1. Und ich zeichne hier mal Konturlinien auf, also Linien, wo der Funktionswert konstant ist. Und nehmen wir an, die inneren Linien sind die kleineren Funktionswerte. Also das sieht aus wie so eine Parabel praktisch. Und wir fangen irgendwo hier an, dann fragen Sie sich wieder, wo wird der Funktionswert kleiner? Und dann laufen Sie ein bisschen in die Richtung. Fragen Sie sich wieder, wo wird der Funktionswert kleiner? Und laufen ein bisschen in die Richtung. Ja, also man macht immer einen Schritt, sodass Funktionswert kleiner wird. Man macht einen kleinen Schritt. Wieso macht man einen kleinen Schritt? Naja, wenn Sie hier sind und Sie machen einen großen Schritt, dann könnten Sie unter Umständen darüber sausen. Ja, das ist kein, Sie machen einen kleinen Schritt. Auch, weil wenn Sie sich fragen, so im Mehrdimensionalen, in welche Richtung geht es am Berg runter, dann müssen Sie, damit das lokal gut stimmt, dürfen Sie nur einen kleinen Schritt machen. Was bedeutet das jetzt für unsere Netze? Wir sehen uns nun den Trainingsalgorithmus an. Das ist ganz einfach. Hier oben steht er, in wenigen Zeilen. Wir initialisieren zunächst mal die Parameter mit kleinen zufälligen Werten. Also sowas wie W0 gleich 0,01, W2 gleich 0,002, W3 gleich minus 0,002 und so weiter. Warum kleine zufällige Werte? Klein, damit wir nichts festlegen.
Ja, große Werte legen das Netz schon in eine bestimmte Richtung fest, kleine Werte legen noch nichts fest. Warum zufällig? Damit wir keine Symmetrie haben. So, dann gehen wir in die Schleife. Solange wir nicht zufrieden sind, das heißt, der Gesamtfehler ist zu groß, schauen wir uns jeden einzelnen Parameter an. Ja, wir schauen uns jeden einzelnen Parameter an, fragen uns für jeden einzelnen Parameter, in welche Richtung wir ihn verändern müssen, damit der Gesamtfehler kleiner wird. Also nochmal zur Erinnerung, was war der Gesamtfehler? Da haben wir summiert über alle Trainingsbeispiele. XY. Und wenn wir ein Trainingsbeispiel hatten, haben wir uns angeguckt den Unterschied zwischen Y, also der gewünschten Ausgabe, und der Ausgabe des Netzes. Haben das quadriert. Und das war der Gesamtfehler. Da die Trainingsbeispiele festlegen, ist der Gesamtfehler eine Funktion der Parameter. Ja? Also der Gesamtfehler ist Funktion des Parametersatzes. Ja, wir hatten ja vor dieses Bild für jeden Parameter WI. Gibt es da vorne so einen kleinen Knopf und den können wir drehen und wir schauen uns an, wenn wir den Parameter nach oben drehen, größer machen, ob dann der Fehler größer wird oder kleiner. Und wir drehen, ändern den Parameter in die richtige Richtung ab, ja, sodass der Gesamtfehler kleiner wird. Wir machen kleine Änderungen und das machen wir immer wieder. Und wenn wir das immer wieder machen, wird schließlich der Gesamtfehler recht klein. Auf der nächsten Folie mache ich das in einem Beispiel klar. Also wie sieht so ein Beispiel für so einen Trainingsschnitt aus? Nehmen wir an, wir haben nur ein Trainingsbeispiel. Ja? Wir möchten, dass an der Eingabe 01 die Ausgabe 0 sein soll. Ja, das ist ein bisschen unsinnig, dass wir nur ein Trainingsbeispiel haben. Im Allgemeinen haben wir viele Trainings. Aber wir schauen uns an, nur ein Trainingsbeispiel. Und nehmen an, unsere Parameter wären wie hier. W0 ist 0,2, W1 ist 0,1, W2 ist 0,2. Was gibt das Netz aus? Das Netz mit diesem Parametersatz, und wenn wir ihm die Eingabe 0,1 geben, dann gibt es aus G von 0,2, das ist das W0, plus 0,1 mal das X1, das ist das W1, das hier ist das W0, das 0,1. Minus 0,2 ist das W2 und das X2 ist das 1. Also das ist G von 0 und das ist ein halb. Wir möchten aber die Ausgabe 0 sehen. Und um die Ausgabe 0 zu sehen, bedeutet das, wir müssen das Argument von dem G kleiner machen. Also wir sollten Z gleich W0 plus 0W1 plus einmal W2. Das sollten wir kleiner machen. Erinnern Sie, 0 und 1, das ist fest hier. Ja, weil das sind die x-Werte des Trainingsbeispiels. Unsere Parameter, das sind die Variablen. Ja. Ja, um das zu kleiner zu machen, wie können wir das kleiner machen? Da können wir das W0 ein bisschen kleiner machen, das W2 ein bisschen kleiner machen und das W1 lassen wir gleich, weil das hat keinen Einfluss auf das Z. Ja? Also wenn wir das W0 ein bisschen kleiner machen, das W2 ein bisschen kleiner machen, dann wird das Z ein bisschen kleiner, dann wird das Argument von dem G ein bisschen kleiner, das heißt der Funktionswert wird kleiner, das heißt der Fehler geht runter. Und so iterieren wir weiter. Wie sieht es bei einem größeren Beispiel aus? Also hier habe ich Folgendes gemacht. Wir haben x1 und x2 als Eingabewerte 0
0,1, 0,9 und 1. Also 0, 0,1, 0,9, 1,0, 0, 0,1, 0,9, 1,0. Und wenn das x1 ungefähr das x2 ist, also überall hier, dann soll man eine 1 ausgeben. Und wenn sie verschieden sind, was hier ist und hier, da soll man eine 0 ausgeben. Das sind also jetzt 16 Trainingsbeispiele, 8 Trainingsbeispiele, wo die Ausgabe eine 1 ist, 8 Trainingsbeispiele, wo die Ausgabe eine 0 ist. Ich habe das Training gestartet mit sehr kleinen Werten für die Parameter. Und wenn wir sehr kleine Werte für die Parameter einsetzen, dann ist das Argument von den Gs praktisch in der Nähe von 0. Und das heißt, die Ausgabe ist ungefähr ein halb. Und insgesamt heißt, ja, okay, ich sollte das jetzt noch dazu sagen. Hier in meinem Beispiel habe ich also rot steht für 1, grün steht für 0. Und am Anfang, als ich es initialisiert habe mit sehr vielen kleinen Werten, ist an der Ausgabe praktisch immer ein halb. Und das spiegelt sich hier in dem Bild wieder. Also das ist Iteration 0. Dass ich so eine Farbe habe, die zwischen grün und rot ist. Und ich sehe auch kaum eine Schattierung. Nach 50.000 Iterationen hat das Netz eine Lösung gefunden mit diesen Parameterwerten, die ich hier angegeben habe, also minus 2.8, 6.2, minus 9.1, minus 2.0, 4.4, minus 4.4, minus 2.1, 6, minus 6.1, 6.1. Und das Ausgabeverhalten ist wie hier gesehen, also man gibt hier oben eine 0 aus, man gibt hier eine 1 aus und hier unten wieder eine 0. Der Übergang ist hier entlang dieser Gerade und entlang dieser Gerade. Sie können sich überzeugen, dass das diese Geradengleichungen sind, die dadurch gegeben sind. Ja, und dadurch. So, das ist rausgekommen nach 50.000 Iterationen. Nach etwa 20.000 Iterationen hatten wir dieses Bild hier. Nämlich, da sieht man schon so eine Ahnung, dass der Funktionswert hier in der Mitte gegen 1 getrieben wird. Das heißt, der Funktionswert hier außen gegen 0 getrieben wird. Aber die Übergänge sind noch sehr schwach. Dann hier bei Iteration 40.000 ist es schon viel besser. Bei Iteration 50.000 ist es fast perfekt. Auf diese Art hat es dieses Netz gelernt, sich so zu verhalten, wie es durch diese Spezifikation, durch diese Trainingsbeispiele hier links oben vorgegeben ist. Jetzt sehen wir uns als nächstes noch ein komplizierteres Beispiel an. Und da kommen wir jetzt schon zum Sehen. Ja, also, die Eingabe ist ein Pixelbild. Einfaches, ein 25x25. Ja. Also 25 Zeilen, 25 Spalten. Auf diesem Pixelbild befindet sich ein T oder ein C in einer der vier möglichen Orientierungen. Also hier sind die Ts, das heißt, da sind 5 Pixel 1, wenn ein T aufgezeigt ist. Und wenn ein C aufgezeigt ist, sind auch 5 Pixel 1 und die restlichen 0. Die restlichen 625 sind 0 und 5 Pixel sind 1. Und man soll jetzt ein neuronales Netz finden, das T und C unterscheidet. Was bedeutet das? Wir haben unsere Eingabe, das ist also dieses 25x25 Gitter. Da wird uns immer ein T oder ein C gezeigt, in einer der vier möglichen Orientierungen.
Wir haben hier eine Output-Unit und diese Output-Unit soll etwa bei t, wenn wir t gezeigt wird, soll es 1 ausgeben, wenn er c gezeigt wird, soll es 0 ausgeben. Wir haben dann eine Schicht dazwischen. In der Fachsprache heißt es oft Hidden Unit, weil man die Zellen hier in der Mitte nicht beobachten kann. Ja, die Eingabe, die wird ja eingestellt, die Ausgabe beobachtet man, aber die dazwischen kann man nicht sehen. Also, ja, und jetzt ist noch die Aufgabe, bestimme ein neuronales Netz einfacher Architektur. Also wenn wir nicht einfache Architektur, dann könnte man einfach hier auf die erste Schicht kleine Zellen bauen, die auf die T's aufmerksam werden in jeder der vier Orientierungen. Ja, also so eine Zelle schaut sich alle Pixel an und reagiert, wenn sie T in dieser Orientierung etwa sieht, an einer bestimmten Stelle und gibt dann nach oben, dass es ein T gesehen hat. Aber das ist eine sehr komplizierte Architektur. Wir wollen eine einfache Architektur. Und einfach heißt ja auch etwas, was nahegelegt wird durch die Biologie. Also jetzt spezifisch. Alle Neuronen der ersten Schicht, alle Neuronen hier drin, das ist unsere erste und auch einzige Schicht, die schauen sich ein 3x3 Gitter an. Und da haben wir also viele. Warum haben wir viele? Naja, wir haben 25x25. Wie viel geht da 3x3 geht da rein, wenn wir sie immer übersetzen? Sagen wir hier 3. Und dann immer um 1 versetzt. Das heißt, da gehen 25 minus 3 ist 22. Da gehen also 22 so Dinge nebeneinander. Und nach oben auch. Und das Wichtige ist jetzt, diese Neuronen der ersten Schicht, die sollen alle identisch sein. Das heißt, die haben alle die gleichen Parameter. Und dann das Ausgabeneuron schaut sich alle Neuronen hier auf der ersten Schicht an. Ja, also diese Neuronen hier auf der ersten Schicht, das sind diese Kästchen hier. Und da schaut sich jedes so 3x3 Gitter an, unten drunter. Und diese Neuronen der ersten Schicht, die sollen alle identisch sein. Das heißt, die haben alle die gleichen Parameter. Wir haben also hier einen Parametersatz, der besteht aus W0, W1, W2 bis W10. Das haben wir einmal. Das sind für die Neuronen der ersten Schicht. Und dann haben wir die Parameter für die Output, ja, also die Parameter für den Output. Und das ist ein Basiswert und dann Gewichte für jedes Neuron in der ersten Schicht. Jetzt, wie könnte das aussehen? Ich gebe mal eine Lösung an. Ja, hier zum Beispiel, wenn wir für die unterste Schicht, das hier nehmen. Also wir werten das Mittelpixel mit plus 2 und alle anderen Pixel mit minus 1. Was passiert dann, wenn der Fuß von dem T auf der plus 2 liegt? Dann überschneidet das T dieses 3x3 Gitter in zwei Zellen, in der plus 2 und minus 1. Das heißt, dieser Filter hier liefert eine plus 1. Wenn das T irgendwo anders liegt, ja, also wenn das T so, noch mehr drauf liegt, sowieso hier, dann liefert es einen negativen Wert. Und der C liefert auch nie einen positiven Wert. Wieso legen Sie ja C drauf? Schreiben wir das nochmal hier hin. Minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. Plus 2, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. Also wenn C so liegt, dass es die plus 2 nicht überdeckt, liefert sowieso einen negativen Wert. Und wenn es die plus 2 überdeckt, dann kann es zum Beispiel so liegen. Und dann liefert es eine 0. Ja? Oder es könnte mit D
dem, also jetzt mit dem Bauch auf der Plus 2 liegen, aber wie immer Sie es auch hinlegen, bei einem C erzeugt dieser Filter immer einen Wert kleiner gleich 1, kleiner gleich 0. Ja? Also machen wir jetzt Folgendes, das Neuron der ersten Schicht berechnet diese Funktion. Also ich habe diese Parameter ein bisschen größer gemacht, minus 5 plus 20 mal das Mittelpixel, minus 10 mal die Summe der Randpixel. Dann ist also, wenn wir ein T kriegen, wo der Fuß auf dem Mittelpixel liegt, dann ist es ein G von 15, ja, also T mit Fuß auf Mittelpixel. Ist es ein G von plus 5. Ja. Und sonst ist es immer ein G von ja, irgendwas, was kleiner ist als minus 5. Ja. Das heißt, das entspricht einer 1, das entspricht einer 0. Und das heißt, das Ausgabeneuron muss nichts anderes machen als die Oder-Verknüpfung aller Neuronen der ersten Schicht. Naja, das haben wir jetzt mit der Hand entworfen. Wiederum, wir können das Ding trainieren. Wir zeigen ihm T's und C's und sagen immer, was es sieht, was die Ausgabe sein soll. Also bei einem T eine 1, bei einem G eine 0. Wir sehen nach, welche Neuronen für die unterste Schicht rauskommen. Und hier bei diesem Experiment kamen 5 verschiedene Neuronen raus für die Neuronen der untersten Schicht. Wir haben das A schon gesehen. Es kamen 4 verschiedene heraus. Überlegen Sie sich selbst, wie B und C funktionieren. Also B ist dieses Neuron, das in der Mitte 3 mal plus 1 hat und sonst minus 1. In der mittleren Spalte plus 1, sonst minus 1. Und das andere hat entlang der Diagonale positive Zahlen und entlang der Off-Diagonalen negative Zahlen. Und hier liegen auch schon ein paar T's und C's drauf. Das da unten hat die Autoren ziemlich überrascht. Das ist ein Filter, das alles mit minus 2 wertet. Und das Verblüffende ist, das funktioniert so. Natürlich, wenn das T und das C so liegt, dass es das D nicht überlappt, dann liefert der Rezeptor eine 0. Jetzt, wie viel überlappt das? Sehen wir uns das an. Also hier ist ein C gezeichnet. Und wo dürfen wir unseren Filter hinlegen? Also was ich jetzt, wenn ich ein Kreuzchen mache, bedeutet das, wir legen das Zentrum, also diesen Punkt hier, auf eine bestimmte Stelle. Wenn wir hier hinlegen, überlappen wir das C. 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 Wenn wir es hier hinlegen, überlappen wir nicht. Ja? Wenn wir es hier hinlegen, überlappen wir hier, 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 hier. Das heißt, wenn es ein C ist, sprechen 20 Rezeptoren an. Schauen wir als erstes, wenn es ein T ist. Also hier ist jetzt unser T. Wiederum, wenn wir hier liegen, hier liegen, hier liegen, hier liegen, hier liegen, sprechen wir an. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier und das sind 21. Das heißt jetzt, das Ausgabeneuron muss nur unterscheiden, ob 21 Neuronen der ersten Schicht angesprochen haben oder 20. Das ist durch eine einfache Gewichtung zu machen. Das Erstaunliche ist, dass das durch das Trainieren eine Lösung gefunden wurde, an die keiner der Autoren gedacht hat. So, jetzt habe ich Ihnen ein einfaches Beispiel gezeigt und jetzt auf den nächsten Folien komme ich zum Stand der Kunst. Was hat man daraus seit 1986 gemacht?